Hätte man das Spiel nicht God of War 4 nennen können? Immerhin ist es eine Fortsetzung und keine Neuauflage wie bei Tomb Raider. An dieser Stelle muss ich sagen, dass God of War eines der besten Spiele ist, welches ich in den letzten 3 Jahren gespielt habe. Gott mit gottartigen Kräften braucht 5 Axthiebe, um einen Baum zu fällen. Er fällt diesen Baum, entfernt aber weder die Äste noch die obere Hälfte. Wenn er ihn aber auf die Schulter packt, ist es ein gestutzter Baumstamm. Dort sehe ich meine Mutter. Das ist Junge, Sohn des Kratos, auch bekannt unter dem Namen Atreus. Seine Mutter ist gerade gestorben. Ein frisch gefällter und in Stücke gehackter Baum kann bei Winterwetter mit ein paar Funken entzündet werden. Wegen Götterkraft. Das Feuer hat gerade erst angefangen zu brennen. Unmöglich, dass sich das Messer jetzt schon so stark erhitzt hat. Kratos kann einfach so ein kleines Stück seiner Armbandagen abtrennen, damit er die Hand von Junge bandagieren kann. Kannst du jagen? Ein bisschen. Sag's mir. Kratos redet mit Junge, als wäre er nie da gewesen und jetzt nur hier ist, um seine Frau zu bestatten. Ich weiß, der Aufbau dieser Vater-Sohn-Beziehung ist hier Teil der großartigen Story, aber trotzdem etwas seltsam, dass die beiden so miteinander umgehen, als wären sie sich noch nie begegnet. Außerdem, Game-Entwickler, die eigene Kinder haben, packen sie nun eher in Spiele, um sie zu beschützen und ihnen etwas beizubringen, als eine Prinzessin, die gerettet werden muss und mit der man anschließend glücklich bis ans Ende aller Tage lebt, so wie das früher mal üblich war. Dadurch wird das Ganze wesentlich realistischer und zeigt uns auch den enttäuschenden Kreislauf von zu hohen Erwartungen. Obwohl der Kantenmaler in diesem Spiel äußerst kreativ war, bricht er hier auch alle Rekorde. Alle Objekte zum Klettern und Drüberspringen sind deutlich hervorgehoben. Irgendwie ironisch, wenn man bedenkt, dass das Klettern nicht gerade zu den Stärken dieses Spiels gehört. Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht! Schieß nur! Schieß nur, wenn ich es dir sage. Normalerweise bin ich kein Freund von deutschen Sprachausgaben in Videospielen, aber die Sprecher und das Lokalisationsstudio haben hier solch eine gute Arbeit geleistet, wie man sie sonst im deutschsprachigen Raum leider nur selten zu hören bekommt. Plötzlich habe ich Tomb Raider Flashbacks. Habe ich schon erwähnt, dass die Grafik, besonders die Felle, Haare und Bärte in diesem Spiel unglaublich gut aussehen? Im Ernst jetzt, ich werde nicht ständig Punkte abziehen, wenn dieses Spiel etwas richtig macht, aber die Kampfmechanik in diesem Game ist so unglaublich gut, dass sie im gesamten Spiel nie langweilig wird. Aber abgesehen davon, genießt es lieber gegen diesen Troll zu kämpfen, weil ihr immer wieder gegen solche Trolle in verschiedenen Varianten kämpfen werdet. Ansonsten sind die Bosse in diesem Spiel wenig abwechslungsreich, was seltsam ist, wenn man bedenkt, dass diese Serie von unterschiedlichen Bosskämpfen gelebt hat. Für diesen dynamischen Schnee, in welchem man realistische Furchen trampelt, muss ich wohl doch wieder einen Punkt abziehen. Bevor Kratos seine Frau bestattet hat, lag ihr Leichnam auf einem Tisch, aber als Kratos und Junge von der Jagd nach Hause kommen, ist der Tisch verschwunden. In diesem Spiel muss Kratos die Asche seiner Frau zu einem Berg tragen, anstatt auf seine Haut. Dein Zorn, er überwältigt dich. Das wird ein schwerer Weg. Kratos spricht hier aus Erfahrung. Er war in vorherigen Spielen immer zornig und ist damit stets an sein Ziel gelangt. Ich dachte, du wärst größer. Du bist kleiner, als ich dachte, Klischee. Was willst du? Oh, du kennst die Antwort darauf doch bereits. Baldur verlangt von Kratos, dass er ihm sagt, was er wissen will, ohne ihm zu sagen, was er wissen will. Er fragt Kratos nicht direkt nach seiner Frau, weil dies zu viel verraten würde und der spätere Plottwist damit im Arsch wäre. Du musst mich schon töten, damit das passiert, sagte der unsterbliche Baldur. Dies ist einer der coolsten Bosskämpfe, die ich je in einem Spiel erlebt habe. Baldur überlebt dies, wegen nordischer Mythologie. Die subtile Art, wie dieses Spiel bevorstehende Wendungen seines Plots mit einer unscheinbaren Kamerabewegung ankündigt, ist par excellence. Diese Erdspalte ist gerade erst durch den Kampf mit Baldur entstanden und schon war der Kantenmaler hier und hat seine Markierungen hinterlassen. Sieh nur! Die ganze Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Und das fällt jetzt erst auf? Wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Kratos weiß in diesem Spiel vieles nicht. Er ist scheinbar eine Game-Version von Jon Snow. Sie hält! Siehst du? Person bringt sich unnötig selbst in Gefahr und muss gerettet werden, Klischee. Los, macht schon mal Feuer! Sigmund, die Messer! So viele Tage ohne Fleisch? Fleisch? Wir? Die einzigen überlebenden Menschen sind Kannibalen-Klischee. Das ist eine Reaktion von einer Person, die zum ersten Mal einen Menschen getötet hat. Erstaunlich, dass ein Fantasy-Spiel emotional wesentlich realistischer ist als andere Games, die in unserer Welt spielen. Ich schaue in deine Richtung, Tomb Raider. Diese Eistrogger führen unweigerlich zu Game of Thrones Flashbacks. Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Das Miststück hat ihn gefragt, wie ich heiße, also habe ich's auch nicht. Die Zwergenbrüder Brock und Sindri dienen als Schmiede für Charakter-Upgrades und können zu jedem Ort in allen Welten teleportieren. Aber hier beim ersten Treffen hat Brock ein Transportproblem mit seinem Packesel aus Star Wars. Sag mal,
Du wirst es mir nicht glauben, aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Brock und Sindri haben die Axt für Fey gemacht, aber warum haben die beiden sie nie fertiggestellt? Stattdessen muss man sie immer wieder aufwerten lassen. Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form einer Gabel unter dem Griff. Das kannst du auch einfach gesehen haben. Ein Beweis ist es jedenfalls nicht. Außerdem, während Kratos seine Axt inspiziert, hat Brock in nur 10 Sekunden seine Werkstatt aufgestellt. Wo bist du? Bei diesem drücke Quadrat, um Junge zu rufen, Segment bekomme ich Heavy Rain Flashbacks. Der Letzte seiner Art und ihr schießt auf ihn. Sie sagt, dieser Keiler wäre der Letzte seiner Art, aber wenn Kratos ihn zu ihrem Haus trägt, sehen wir 2 weitere Keiler. Außerdem, Kratos kann problemlos ganze Baumstämme tragen und riesige Felsen anheben, aber dieser Keiler scheint wirklich schwer zu sein. Mag ja cool und vor allem sicher sein, unter einer Riesenschildkröte zu wohnen, aber versetzt euch mal in ihre Lage. Sie kann sich nicht bewegen, weil ein Haus an ihrem Bauch befestigt ist, in welchem die ganze Zeit ein Feuer brennt. Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber stimmt doch. Junge hat recht, trifft sogar auf mich zu. Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Freya erkennt, dass Kratos ein Gott ist. Macht auch Sinn. Was keinen Sinn macht, ist die Vermutung, dass Junge nichts davon weiß. Hilft das hier? Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Wenn ich es verloren hätte... Du hast es verloren. Ich ziehe nochmal einen Punkt ab, weil Kratos es schafft, mit nur wenigen Worten mehr Sinn zu ergeben als jeder andere Hauptcharakter in einem Videospiel. Halt! Ich will euch danken. Nichts zu danken. Wegen den beiden ist der Keiler doch erst so schwer verletzt worden. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Ist zwar gut gemeint, hilft aber recht wenig. Da steht, opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Sollte man solch einer an eine Wand geschriebene Aufforderung wirklich trauen? Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Dieser Ort war vor einem Moment noch komplett mit Seewasser geflutet. Nun ist Brock allerdings schon hier und hat seine Schmiede aufgebaut. Brock? Aber wie bist du... Das geht dich einen Dreck an. Damit will das Spiel sagen, dass es einen Scheiß darauf gibt, wenn du es in Frage stellst. Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Hier sollen wir scheinbar glauben, dass Brock und sein Bruder diese Portale nutzen, um Kratos eine Nasenlänge voraus zu sein. Aber in dieser Szene erklärt Brock auch, dass dieses Portal im Moment eine Einbahnstraße ist, die von überall nur hierher zurück in den Tempel führt. Außerdem, dieses Portal war bis eben noch geflutet. Und da Brock sogar seinen Star Wars-Esel vor der Tempeltür geparkt hat, kann er dieses Portal nicht genutzt haben. Die Zwergenbrüder reden nicht mehr miteinander, bemühen sich aber auch nicht, eine physikalische Distanz einzuhalten, weil sich Sindris Werkstatt auf der anderen Seite der Brücke zum Tempel befindet. Fey ist tot? Das tut mir sehr, sehr leid. Eine starke Kriegerin und eine gute Frau. Wisst ihr, was ich noch an diesem Spiel mag? Es gibt nicht einen Flashback mit Fey, der verstorbenen Frau von Kratos. Wir erfahren dadurch nie, wie sie ausgesehen hat. Das Spiel erzählt ihren Teil der Geschichte in der Gegenwart und mit dem, was die Leute, die sie kannten, über sie zu sagen haben. Eine sehr realistische Methode, eine Person kennenzulernen, die wir vor ihrem Tod nie kennengelernt haben. Na gut. Ich verbessere diese Axt. Aber niemand hat darum gebeten. Junge wäre gut bei Gamesünden. Einmal mit der Bürste die Axt berühren zählt als Upgrade. Kratos Arm überlebt dies. Wir müssen woanders nach oben. Das ist diese Sorte von Spielen, wo der Hauptcharakter schnell ans Ziel kommen könnte, es aber immer nur über einen großen Umweg erreichen kann. Die Hexe! Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos und es führt kein Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Was für ein Zufall. Kaum wünscht man sich die Hexe her, ist sie auch schon da und steht beratend zur Seite. Du warnst uns erst jetzt. Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Ja, aber es hätte nur einen Moment gedauert, um die beiden in deiner Hütte darauf hinzuweisen. Wow, die komplette Brücke dreht sich. Wie kann sich die komplette Brücke drehen? Mann, du bist echt stark. Junge denkt immer noch, dass Kratos ein Mensch ist, nach all dem, was er bisher gesehen hat. Freya kann ihre Bogensehne mit einer streichelnden Berührung verzaubern, aber den Bogen des Jungen muss sie dafür nicht mal anfassen. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden.
Genauso sind wir es mit ihm. Freyas lange und detaillierte Erklärung, wie der Weltenbaum in dieser Kammer funktioniert, ist unglaublich lang und detailliert, wenn man bedenkt, dass es sich hier nur um ein sehr kreatives Loading-Gate handelt. Seltsam, alle Weltenruhen haben die Form des griechischen Buchstabens Omega. Keine Ahnung, wie das hier funktioniert, aber es funktioniert. Nein, 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 nein. Verdammt, noch was nicht. Was ist los? Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Wahn nicht hat. Du bist nicht besonders gut darin, Warnungen oder Hinweise zur richtigen Zeit zu geben, oder? Obwohl du weißt, dass du die anderen Welten wegen Odin nicht betreten kannst. Warum bist du vor uns, ihr Zwerg? Uns wurde gesagt, unser Pfad sei der einzige zwischen den Welten. Oh, es mag der einzige für euch sein, aber Zwerge stecken voller Überraschung. Das ist keine Antwort. Ah, genießt die Verwunderung. Es gibt wenig Wundersames, wenn man so viel geheimes Wissen besitzt wie ich. Wo man in den Welten exotische Dinge findet, wie man daraus Werke schafft, die die Vorstellungskraft sprengen. Dem Neuling erscheint das alles wie Magie, aber... Oh, na gut, es ist Magie. Nun, das ist eine Möglichkeit, interdimensionale Reisen zu erklären, wenn es sonst keine Erklärung dafür gibt. Keine Ahnung, warum die Dunkelalben Junge hier nicht angreifen, aber sie tun es nicht. Das Licht! Keine der Dunkelalben, die hier wie Motten an dem Licht kleben, hören die beiden, wie sie nur alle möglichen lauten Geräusche machen. Feinde, die fliegen und von allen Seiten angreifen können, stehen hier nur praktisch im Weg rum. Setz sie nur im Notfall ein. Die Axt ist größer als Junge, er sollte bei seinem Bogen bleiben. Ein Entsättigungsfilter, damit du weißt, dass etwas Magisches abgeht, wenn du durch eine Vision gehst. Unwahrscheinlich, dass Junge all diese Dunkelalben alleine getötet hat. Obwohl diese Lichtalben fliegen können, nutzen sie ihre Fähigkeit nicht, um über die Mauer zu schweben und warten ab, bis Kratos ihnen das Tor öffnet. Aber weißt du, was wirklich zählt? Beständigkeit. Und die trieft bei mir aus allen Öffnungen. Das klingt schmutzig. Hey! Er hat wohl diese Fackeln angezündet. Junge wäre wirklich gut bei Gamesünden, weil ich mir diese Frage schon selbst in unzähligen Spielen gestellt habe. Die Feuerfallen ergeben keinen Sinn. Wir sind hier in einer Mine, in der gearbeitet wurde und nicht in einer Schatzkammer. Wir sind fast auf dem Gipfel. Nichts kann uns jetzt noch... Plötzliche Gefahr erscheint durch die verbale Herausforderung des Schicksalsklischees. Buchstäblich frei nach Schnauze, Augenmaß ist buchstäblich. Was ist das? Geflochtene Mistelpfeile, gerade als Heimdall, perfekt austariert. Wie wir später erfahren, sind Mistelpfeile Baldurs Kryptonit. Dass sie dieselbe Farbe wie Kryptonit haben, scheint ein Zufall zu sein. Warte, ist es nicht... habt ihr meinen Bruder gesehen? Ja, er sagt, du hast kein Talent. Oh, und dass ich schrullig bin? Nein, bestimmt. Dass ich das Aussehen einer Waffe? Nein, den Zweck vorziehe. Dass ich hochnäsig bin? Nein, und verklemmt! Kleinlich! Ich weiß, was er denkt, aber er kann mir nicht mehr... Verbrenn das. Abgesehen davon, dass Sindris Tasche mich stark an meinen Inventarbeutel in Skyrim erinnert, sind die Dialoge in diesem Spiel so gut geschrieben, dass sie witzig sein können, ohne dabei aufgezwungen, lustig oder unecht zu wirken. Der tätowierte Mann. Den Spuren nach reist er jetzt mit einem Kind. Wohin wollen die beiden? Baldur sucht eigentlich nicht Kratos, sondern seine Frau. Er sollte also Mimire nach Fae fragen, aber das würde zu viel über das Ende verraten. Er weiß nicht, was du bist. Und dabei soll es auch bleiben. Warum weiß jeder sofort über Kratos Bescheid, wenn man ihm das erste Mal begegnet? Die Mutter des Jungen ist tot. Sie wollte das... Sie sollen ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Oh, dann seid ihr hier am falschen Ort, kleiner Bruder. Der höchste Gipfel aller Welten ist nicht hier in Midgard. Es ist in Jötunheim. Warum war Fae so ungenau bei ihrem Wunsch beigesetzt zu werden? Wäre Mimire nicht hier oben, um ihnen davon zu erzählen, hätten Kratos und Junge jetzt die Asche verstreut und wären nach Hause gegangen. Er quält mich, weißt du. Tag für Tag. Odin selbst legt dafür Hand an und glaub mir, seine Kreativität ist grenzenlos. Wie es in dieser Serie üblich ist, sind die Götter Arschlöcher. In diesem Spiel wurden die griechischen Götter gegen nordische Götter und Titanen gegen Riesen ausgetauscht. Diese Pfeile sind gefährlich. Böse. Findest du mehr davon, zerstöre sie. Verstanden? Freya bemerkt nicht die leuchtend grüne Pfeilspitze, welche den Brustriemen seines Köchers ziert. Weißt du überhaupt, wer das ist? Hast du ihn getötet? Auf seine Bitte. Er sagte, du kannst ihn beleben. Ich? Habt ihr das richtig verstanden? Vollkommen egal, wie es verstanden wurde. Sie kann es. Einen Kopf wieder zu beleben scheint leichter zu sein, als einen angeschossenen Keiler zu heilen. Außerdem, der Scheiß funktioniert. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Warnen, ja. Aber nicht mehr. Hättest du mir das nicht sagen sollen? Vergiss nicht, Freya ist nicht gut darin, etwas zeitgerecht zu sagen. Und abgesehen davon musst du wirklich an deinem Göttersinn arbeiten, weil fast jeder Gott erkennt, dass du ein Gott bist, aber du keine Götter erkennen kannst.
Wie kann jemand ohne Lungen ein Horn blasen? Warum tut sie das? Odin errichtete diese Statue zu Ehren Thors. Da die Weltenschlange diesen miesen Drecksack wirklich abgrundtief verabscheut, wollte sie sie nicht mehr sehen. Die Statue des Thor steht dort schon eine Weile rum, aber die Weltenschlange frisst sie erst jetzt für perfekt getimte Exposition. Wir brauchen zwei Dinge, um ins Land der Riesen zu kommen. Zuerst müssen wir die Weltenrune lernen, die Reise nach Jötunheim ermöglicht. Und dann müssen wir die Rune in das besondere Tor schneiden. Kratos und Junge fragen nicht, warum Face Asche an einen unmöglich zu erreichenden Ort gebracht werden soll. Hier, fang! Kratos ist bereits solch ein Arschloch, dass er keinen Apfel mehr essen muss, um wie eins auszusehen. Na toll, jetzt hast du einen leckeren Apfel versteckt. Warum sah man dich nicht? Hier kann man sich nirgendwo verstecken. Oh, das. Das ist ein kleiner Trick meines Volkes. Eine Art, unentdeckt zu bleiben. Du kannst unsichtbar sein? Ich habe die Fähigkeit, in die Zwischenwelt zu treten. Und euer Hirn versteht nicht, was es sieht. Und deshalb sieht es gar nichts. So vermeiden wir es, die Waffen, die wir fertigen, benutzen zu müssen. Bei Drachen funktioniert es wohl nicht. Ha! Ich finde es großartig, mit wie viel Witz und Selbstironie dieses Game seine eigenen Sünden beichtet. Wir schnappen uns ein Stück des Meißels, bevor sie etwas bemerken. Auch Mimir fordert das Schicksal gerne heraus, kurz bevor eine Bedrohung erscheint. Für Tiere und... Halt! Manch... Oh, war das zu schnell? Tut mir leid. Nein, nein. Riechst du etwas? Ja, tue ich. Riecht nach... Regen? Modi ist gut im Hardcore-Schleichen trainiert, weil diese Gruft bis eben noch verschlossen war und weil man sein Schleichen nur erriechen kann. Das ist keine gewöhnliche Krankheit. Sein wahres Wesen, dein wahres Wesen kämpft in ihm. Bring mir eine sehr seltene Zauberzutat aus Helheim, der Wächter der Brücke der Verdammten. Ich brauche sein Herz. Die Krankheit des Jungen ist ziemlich ungewöhnlich, dennoch erkennt Freya sie sofort und weiß auch, wo man das unglaublich seltene Heilmittel findet. Das Reich der Toten, kennst du es? Nicht dieses. Es wäre kein God of War-Spiel ohne einen Trip ins Reich der Toten. Kratos' Haus ist nur ein Stück flussabwärts. Seltsam, dass er Freya nie begegnet ist. So sehr ich das auch feier. Ich muss darauf hinweisen, dass Ares am Ende des ersten Spiels Kratos die Chaosklingen entrissen hat und man sie nie wieder sah. Danach bekommt Kratos Athenes Klingen und hatte dann die Verbannungsklingen, bis er verschwand. Also muss er die Klingen gefunden haben, mit denen er damals seine Frau und sein Kind getötet hat, um sie nach Midgard mitzunehmen, obwohl er sie nicht mehr benutzen will. Lass mich diesen Moment nutzen, um dir zu sagen, dass das, was du vorhast, absolut irre ist. Nicht mal Odin kann diese Kälte überleben. Ich hoffe, die Klingen funktionieren. Kratos überlebt diese Kälte in Helheim. Wegen Chaosklingen. Allerdings überlebt später auch Baldur hier, weil er unsterblich ist, aber warum erfriert der Junge nachher nicht? Der Boss in Helheim ist auch nur ein Träumetotem. Da hätte man schon etwas mehr Diversität in Bosskämpfe bringen können. Boss kann im Bosskampf teleportieren, Klischee. Psst! Ich dürfte gar nicht hier sein. Ist das kalt? Warum versteckt sich Brock hinter einem Stein, wenn Zwerge sich unsichtbar machen und instant zwischen den Welten reisen können? Freya hat sich die ganze Zeit um Junge gekümmert, aber nicht die Mistelpfeilspitze auf seiner Brust bemerkt. Vic Vapor rupt mit Zutaten aus der Hölle. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Eigentlich wurdest du als Halbgott geboren. Du wurdest erst zum Gott, als du Ares getötet hast. Kann ich zu einem Tier werden? Kannst du zu einem Tier werden? Ich muss hier einen Punkt abziehen, weil diese subtile Art, auf die wahre Identität des Jungen hinzuweisen, einfach brillant ist. Antikes God of War Merchandise. Warum sollte man eine Falle bauen, die eine Person festhält, aber einer zweiten Person die Möglichkeit bietet, die Falle zu entschärfen? Die Bosskämpfe gegen einzelne Trolle mit Totems sind nicht abwechslungsreich genug. Werfen wir zwei Trolle mit Totems in diesen Bosskampf. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Kaum weiß Junge, dass er ein Gott ist, entwickelt er sich zu einem nervigen Arschloch und tötet kaltblütig, ohne zu zögern. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Außerdem, Modi wäre gut im Voice-Chat eines Online-Shooters. Bruder, Vorsicht! Baldur erscheint zur richtigen Zeit, um das Ziel der Protagonisten nach Jötunheim zu gelangen, etwas nach hinten zu verschieben. Die ganze Zeit dachte ich, ich bräuchte dich! Aber du bist nutzlos. Offenbar ist der Junge der Schlaue. Er sagt dies, obwohl er nach wie vor nach Fey sucht. Und nun zerstört Kratos das Tor nach Jötunheim, um das Ziel der Protagonisten nach Jötunheim zu gelangen, etwas nach hinten zu verschieben.
Dieses Messer in der Schulter von Junge erzeugt so viel Schaden, wie eine Schulterwunde in der Unterhaltungsindustrie für gewöhnlich erzeugt. Normalerweise würde ich jetzt einen Punkt für einen wiederholten Bosskampf geben. Aber die Bosskämpfe gegen Baldüre werden von Mal zu Mal intensiver und abwechslungsreicher. Ich meine, hey, einen Bosskampf auf den Rücken eines fliegenden Drachens werden wir so schnell nicht nochmal sehen. Kann mich nicht daran erinnern, dass die Brücke je einen Reisenden in die Welt hineingesaugt hat. Ich bin dein Vater. Und du, Junge, bist nicht du selbst. Du bist hitzköpfig. Du bist frech, ungehorsam und außer Kontrolle. Das dulde ich nicht. Und mit diesem Anschiss verwandelt sich Junge wieder in einen guten Jungen. Ich hab einen Plan! Spring! Das war nicht wirklich ein Plan. Du wirst eher darunter gepurzelt. Jetzt wird es aber etwas zu praktisch. Erst fallen die Jungs durch das Dach des Tempels von Tyr in die geheime Kammer von Odin und dann finden sie den fehlenden Schrein, der zufällig erklärt, wie man den Schlüssel findet, um den nötigen Turm wiederherstellen zu können. Geschafft! Der Turm ist wieder an seinem Platz! Jetzt kann uns Tyrs Weltenkammer nach Jötunheim bringen. Aber Odin sollte jetzt auch nach Jötunheim reisen können. Immerhin hat Tyr den Turm versteckt, damit Odin nicht dorthin gelangen kann. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Aber selbst an diesem Punkt bekommen wir eine weitere Aufgabe, bevor wir unser Ziel endlich erreichen können. Ist die Statue etwa verloren? Sie glaubt, sie ist vielleicht immer noch in ihrem Magen. Und die Schlange lässt euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Nun brauchen wir Mimirs zweites Auge, welches in der Statue des Thor versteckt ist, die vorhin erst von der Weltenschlange gefressen wurde. Wie gut, dass die Statue noch nicht so tief in den Magen gerutscht ist. Die Weltenschlange ist riesig und man hätte anderenfalls tagelang hier durchrudern müssen. Endlich! Wir gehen nach Jötunheim. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet? Nein, weiß er nicht. Er spielt gerne den Hardcore-Modus. Kratos überlebt dies. Sollte er auch. Aber was ist mit Junge? Oh, alles gut. Unwahrscheinlich. Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke, wenn ich die große Schlange verletze. Woher konnte er wissen, dass sie in der Weltenschlange unterwegs waren? Habt ihr eine Ahnung, auch nur den Hauch einer Ahnung, was ihr mich gekostet habt? Nein, wie auch. Du hast dich von Anfang an nicht deutlich genug ausgedrückt. Wenn die Entwickler in weiteren God of War-Spielen alle Götter so sterben lassen, wie es in der nordischen Mythologie steht, dann ist jeder, der sich mit Ragnarök auskennt, jetzt schon gespoilert. Ich schwöre hier mit dir. Jede Qual, jedes erdenkliche Gräuel anzutun, versprochen. Ich muss zugeben, ich freue mich jetzt schon auf die Bosskämpfe gegen Freya in der Fortsetzung. Schau, die Finger des Riesen. Ich sehe nichts. Ich will nichts mehr verbergen. Du hast deinem Sohn noch immer nicht gesagt, dass du deine vorherige Familie getötet hast und ihre Asche auf deiner Haut trägst. Wenn Junge nicht versehentlich diese Wand in Jötunheim berührt hätte, wären diese Wandbeschriftungen, welche verraten, dass Fey eine Riesin war und der Weg von Kratos und seinem Sohn Teil einer Prophezeiung zu Ragnarök ist, tatsächlich entgangen. Und dies herauszufinden, war der eigentliche Grund für diese Reise. Das Spiel spoilert uns mit dem bevorstehenden Tod von Kratos, als wenn wir dies nicht bereits erwartet hätten. Immerhin ist es schon dreimal passiert und er kam immer wieder zurück. Sieh nur, es ist Mutters. Sie war hier. Fey war die ganze Zeit der Kantenmaler? Kein Wunder. Nur ein Riese wäre an schwer erreichbaren Stellen gelangt, um dort etwas anzupinseln. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich Loki? Dieser Twist kommt für einige von euch vielleicht nicht so überraschend. Auf die Tatsache, dass Atreus eigentlich Loki ist, wurde in diesem Spiel oftmals subtil als auch offensichtlich hingewiesen. Das Spiel bombardiert euch mit Wissen zur nordischen Mythologie, wann immer es kann. Erwähnt aber niemals Loki, der ein sehr wichtiger Charakter in dieser Edda ist. Dieser Twist ist so gut verpackt worden, dass ich den ganzen Zeitreise-Humbug ignoriere, der erklären soll, warum die Weltenschlange in der Gegenwart existiert, obwohl sie Lokis Sohn ist. Wer bist du? Fortsetzungsköder. Das? Junge, was steht da? Say my name. Hä? Fußspuren? Jason! 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 Surprise, motherfucker! Endlich sehe ich das Licht. Everybody do the flop! Für Tiere und... Hört nur! Ich glaube, ich rieche was. Wenn dich irgendjemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja.